Kapitel 7 Mein Sohn, bewahre meine Worte und hüte meine Weisung wie einen Schatz. Achte auf meine Gebote, dass du lebst, hüte sie wie deinen Augapfel. Binde sie um deine Finger, schreibe sie tief in dein Herz. Nenn die Weisheit deine Schwester und lass die Einsicht deine Freundin sein, dass sie dich bewahre vor der Frau eines anderen, vor der Fremden, die dich umschmeichelt. Einmal stand ich am Fenster und lugte durch die Gitter hinaus. Da sah ich eine Gruppe junger Männer, Unerfahrene, und dabei einen Burschen ohne Verstand. Er ging über die Straße, bog um die Ecke und nahm den Weg zu ihrem Haus. Es war schon in der Dämmerung, beim Einbruch der Nacht, wenn es dunkel wird. Schau, da kommt eine Frau ihm entgegen, wie eine Hure geputzt, ihre Absicht versteckt. Leidenschaftlich ist sie und hemmungslos. Es hält sie nicht in ihrem Haus. Bald ist sie draußen, bald auf den Plätzen, an allen Straßenecken lauert sie. Da greift sie ihn und küsst ihn ab und spricht ihn herausfordernd an. Ich musste heute ein Freudenopfer bringen. Nun habe ich meine Gelübde erfüllt. Darum kam ich heraus, dir zu begegnen. Ich hab dich gesucht und gefunden. Ich habe mein Bett mit Tüchern bezogen, mit bunten ägyptischen Leinen, und ich habe es mit Essenzen besprengt, mit Myrrhe, Aloe und Zimt. Komm, wir lieben uns die ganze Nacht, wir berauschen uns an Liebeslust. Denn mein Mann ist nicht zu Hause, er ist auf Reisen sehr weit fort. Den Geldbeutel hat er mit sich genommen, zum Vollmondstag erst kommt er nach Haus. Mit solchen Worten verleitet sie ihn, verführt ihn mit schmeichelnden Lippen. Er folgt ihr sofort, wie ein Ochse, den man zum Schlachten führt, wie ein Hirsch, den das Fangseil umschlingt, bis ein Pfeil seine Leber zerreißt und er wie ein Vogel im Fangnetz hängt. Er weiß nicht, dass es um sein Leben geht. Hört mir zu, ihr jungen Männer! Merkt euch gut, was ich sage. Lasst euch von solch einer Frau nicht verführen, irrt nicht auf ihren Weg umher. Denn sie hat schon viele gefällt und erschlagen. Die Zahl ihrer Todesopfer ist hoch. Ihr Haus ist ein Weg zum Scheol hinab. Er führt in die Kammern des Todes.